Wir sind auf dem Stand von Ford Schweiz, sind Gast beim Kaspar Hafner, PR-Direktor Ford. Was zeigen dir für Neuheiten hier am Salon Genf? Revolutionär ist sicher der B-Max, ein völlig neues Modell im Bereich der kleinen Vans. Hat eine B-Säule, also die mittlere Säule, die integriert ist in einer hinteren Schiebtür und der vorderen Klapptür. Und das gibt es einen Eingangsbereich von 1,5 Meter, der unerreicht ist in dieser Klasse. Dann natürlich die, die es gerne sportlich und klein haben, der Fiesta ST mit dem 1,6 Liter EcoBoost-Motor und 180 PS. Das wird abgehen, das wird wirklich eine tolle Sache sein. Wir haben das Konzept vom neuen Transit, der kommt. Ein Transporter für Leute, der sehr edel und sehr schön gemacht ist. Dazu im Öko-Bereich die kleinen Motoren, 1 Liter EcoBoost-Motor und ein Fiesta und ein Focus mit CO2-Emissionen von 87 respektive 88 Gramm pro Kilometer. Sehr gut, also ein ganz breites Spektrum von sowohl Umwelt wie auch Sport mit ST, grosse Tradition in diesem Bereich. Aber Kaspar Hafner, wo liegt denn Schwergewicht jetzt für das Jahr? Was ist der Produktschwerpunkt? Der Produktschwerpunkt ist sicher auf dem B-Max. Da erhoffen wir uns sehr viel damit, weil er wirklich das Segment der Kleinwagen neu erfindet. Es ist ein super Auto für Familien. Stellen Sie sich vor, Sie können hinter die Schiebetür auftun und haben genug Platz für Ellbogen zum Kind einladen. Sie können in die IKEA einkaufen, Sie können Gegenstände rein tun, die bis 2,35 m groß sind. Also sicher B-Max eins der Schwerpunkte. Dann die Einführung von unserem 1 Liter Dreizylindermotor. Der wird wichtig hinsichtlich auch dieser CO2-Gesetzgebungen, weil das wird sensationelle CO2- und Verbrauchswert geben, also gut fürs Portemonnaie. Dann bringen wir den neuen Ranger, den wir hier gerade drauf sitzen. Da ist jetzt die Einführung im Frühling und dann ganz, ganz spät im Jahr können wir noch mit einem Kuga. Minivan B-Max, wir gehören viel zu den Kategorien von der Minivan. Wie gross ist er etwa? Was kann man sich da vorstellen und weiss man schon etwas zu den Preisen? Er ist ein bisschen grösser als 4 Meter, als was die Länge angeht. Und von den Preisen her wird er sehr attraktiv sein im Preisbereich. Rein Listenpreis von 25'000, 26'000 Franken. Super, klingt gut, gutes Design, gutes Konzept, gute Preise. Wir wünschen viel Glück und besten Dank für das Interview, Kaspar Hafner. Danke auch vielmals fürs Interesse.